Wie schon angesprochen, werde ich, bevor ich jetzt noch weitergehe, und zwar zur Severnisteppe und zum Toten Meer, werde ich nochmal kurz nach Xaes schauen. Die erste Gruppeninstanz, wo ich schon vor ein paar Leveln mal drin war, da habe ich jetzt noch 3 Quests. Und davon, die sind eigentlich eher wichtig und eine sogar ein Weltmysterium davon. Gruppen-Dungeon-Quest geben alle nochmal Ruhm und Ehre für die imperiale Armee. So, die Gegner sind jetzt Level 10, also die sollte ich eigentlich doch recht easy schaffen. Vor allem, ich muss die ja gar nicht alle schaffen. Ich werde jetzt einfach nur schnell zum Endboss vorlaufen. Zwischendurch muss ich hier noch... Das kann ich dann auch austesten gleich, wie weit ich zu den Gegnern hingehen kann. So, hier muss ich noch irgendwelche Minen entschärfen. So, mal schauen, wie viel so ein 10er Gruppengegner aushält. Ich schätze mal nicht allzu viel. Naja, doch ein bisschen was. Und der holt auch gleich noch Hilfe ran. Aber richten kaum Schaden an, das geht easy. Mit einem schönen kritischen Treffer. Oh, 1066, wie nice ist das hier? Ich mache das generell immer gerne in sämtlichen Spielen. Die Gruppendungeons, da gehe ich zwar schon immer zum passenden Level rein, aber wenn mir dann noch irgendwas fehlt, schaue ich einfach ein paar Level später dann nochmal alleine ganz geschmeidig hinein, ohne dass ich jetzt auf irgendjemanden angewiesen bin. So mache ich es jetzt auch hier, laufe hier einmal geschwind durch. Mal schauen, kann ich hier eigentlich... Ah, da kann ich sogar auch hier auf meinen Düsterwolf aufsteigen. Und ich habe, was ich letztes Mal hergezeigt habe in der Post, diesen Galopp bekommen. Den werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Ja, und ich Dodel laufe hier natürlich genau in die falsche Richtung. Ich muss ja eigentlich... hier lang. Nein, hat schon gepasst. So, hier. Also, Galopp. Probieren wir mal aus. Wow. Dadurch breche ich fast die Schallmauer. Meine Damen und Herren, bitte festzuhalten. Wow, wow, wow. Wie lange hält denn das? Wow, das ging jetzt aber ab. 3 Minuten Abklingzeit. Das ist ja mal in Ordnung. Hier so ein Galopp aus einer wichtigen Situation, dass man da flüchten kann. Nicht schlecht. So, mal schauen, ob der jetzt auch gleich wieder den nächsten holt. Ich muss da immer diese magischen Bomben entschärfen. Weil sonst geht hier gleich ein Feuerwerk los. Ja, die sind anscheinend wirklich verlinkt sozusagen. Sobald der eine angegriffen wird, wird der andere auch wach und kommt zur Hilfe. Ja gut, 2000 Lebenspunkte haben diese Kerlchen. Einmal ein Tausender zieht ihm die Hälfte ab. Das heißt, das war damals, wo ich noch nicht so viel Schaden ausgeteilt habe, doch schon eine Menge. Da fliegt noch ein Kampfadler umher. Jetzt probiere ich mal, ob ich mich einfach ranschleichen kann. Oder ob der das checkt. Oh, er checkt. Jetzt wollte ich ihn schon auslachen und da holt er sogar noch seinen Adler. Oh, nein, nein, nein. Nicht nur einen holt er. Klar, einer ist ja nicht genug. Muss man natürlich 2 holen. Trainierte Kampfadler. Wenn man so viele Ads auf sich hat, ist das eher uncool, weil ich da immer unterbrochen werde. Aber da hole ich mir einfach schnell meine Gestalt. Da absorbiere ich den Schaden und kann nicht unterbrochen werden. Goblin-Verräter kommt auch noch. Naja, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich die Gegner doch nicht so einfach umgehen kann. Aber für die paar Bomben, die ich dann schärfen muss, ist das schon in Ordnung. Oh. Ein Bogenschütze steht so weit entfernt und hat aber nur die Nahkampfwaffe ausgepackt. Ja, was nicht so gut ist, die Gegner geben keine Erfahrungspunkte mehr. Zumindest die jetzt, weil die schon so low sind. Aber die Quest gibt ein paar. Und ich will mir den Endboss anschauen, ob ich den auch alleine schaffe. Ist auch eine nette Herausforderung. Möchte ich mal so meinen. Respawn gibt es ja eigentlich nicht in der Zone. Soweit ich das beim letzten Mal mitbekommen habe. Das heißt, was man einmal umgeklatscht hat, bleibt auch umgeklatscht. Da haben wir Grimm den Finsteren. Ein Boss, aber den brauche ich jetzt erstmal nicht. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Also einmal hier... Genau, da muss ich den besiegen. Nein, das mysteriöse Artefakt.
Woher bekomme ich das? Markiere ich mal als aktiv. Bringt mir aber hier nichts. Oh, wow, wow. Schaut mich nicht so an. Warum denkt ihr wohl, dass das Xaes so geheimnisvoll wird? Ja, ich glaube, das ist dann ganz am Ende. Oh, jetzt hat mich der von meinem Reittier runtergeworfen. Eigentlich sollte das nicht passieren. Das ist uncool. Jetzt zaubern hier einige auf mich her. Galopp kann ich nicht einsetzen, wenn ich nicht auf einem Reittier bin. Nein, logisch. Tja, wohin flüchte ich jetzt? Egal, wohin ich laufe. Die werden mir wahrscheinlich immer noch nachlaufen. Dann ziehe ich die halbe Zone mit mir mit. Ja, klar. So, komm, kann diese... Kaum ist die Verlangsamung zu Ende, setzt er mir was Neues drauf. Um 5% verringert? Das ist ja gar nicht so viel. Aber mir kommt das vor wie, keine Ahnung, viel mehr. Wahrscheinlich ist das ein gestapelter Effekt. Ja, jetzt reicht's aber schon mal wieder hier. Wie weit wollen die mir denn nachlaufen? Das glaube ich ja wohl nicht. Die kommen ja gar nicht mehr zur Ruhe. Boah. Was geht denn ab hier? Also ich weiß nicht. Was ist das für eine Klasse? Ich will die auch spielen. Was sind das für Viecher? Das wird jetzt interessant. Jetzt werde ich wohl drauf gehen. Wie fail ist das denn? So, jetzt trinke ich mal hier aber was. Ihr kleinen Kacknoobs. Nein, wieso kommt jetzt noch so einer? Das kann ja wohl nicht angehen. So, das habe ich gerade noch so gemeistert. Da muss ich noch schauen, wie ich mit solchen Situationen dann in Zukunft besser umgehe. Bisher war es ja immer nur ein Gegner, den ich gleichzeitig an der Backe hatte. Aber so geht das ja ganz einfach. Wenn ich da wirklich in meiner ektoplasmatischen Gestalt immer trinken und essen kann. Da habe ich mir auch Armee-Ration Dosenfleisch. Lecker, so ein kleines Gulasch zwischendurch. Ich hoffe nur Dosenfleisch ist kein Hundefutter oder so. So, jetzt, was ist mit dir, du kleiner Erzmagier? Was glaubst du eigentlich? Der hat ja echt keine Pause mehr gemacht. Durchgehend. Ich hätte schon gehofft, dass ich da die irgendwann dann abhängen kann, die Gegner. Aber anscheinend funktioniert das eher nicht so. So, wieder aufgeheilt. Ich komme eigentlich schon langsam sowieso dem Ende der Zone zu. Jum, der Kitschige. Diese Quest dürfte ich schon abgeschlossen haben bei dem hier. Da habe ich nochmal was zum Entschärfen. Beziehungsweise deaktivieren. 4 von 6. Das heißt, 2 habe ich wohl irgendwo verpasst jetzt beim Durchlaufen. Welchen Level haben die Gegner noch? Level 10, also wird gar nicht wirklich mehr. Ah, da haben wir einen Boss. Das heißt, die muss ich da jetzt mal wegmachen. Die Liga-Eindringlinge. Ja, und die kommen immer zu zweit gleich. Also da werden die anderen immer gleich aufmerksam. Aber wenn ich vorher schon hier so die Gegner sehe, dann ist es ja gar kein Problem. Aber ich hatte jetzt einfach gerade keine Lust auf diese 5 Gegner. Aber anscheinend wollten die nicht anders. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der so drauf hat. Familie Eye-Popping. Na, komm her. Level 10, wow. Da hau ich einen 1000er-Crit raus und... Oha. Okay, nicht schlecht, da muss ich wieder den hier machen. Puh, ob ich dann den letzten überhaupt schaffe. Weiß ich gar nicht. Also das ist schon eine ordentliche Gruppenzone dann. Hallo, was war denn da jetzt? Oh, euer Ziel ist immun. Na, sehr cool.
Vielen Dank, dass du immun bist hier gegen meinen wichtigsten Spell hier, die Hypnose. Für meine Taktik. Aber klappt vielleicht auch so, mal schauen. ...19 Sekunden noch. Dann habe ich wieder Hilfe vom Doppelgänger. Ja gut, die machen ja kaum Schaden. Das geht eigentlich. Ich hätte mir das extremer vorgestellt. Nur wieso geht dann mein Kollege so schnell drauf? Mein Doppelgänger? Eigentlich hat der so viel... ...nimmt der so viel Schaden wie ich. Vielleicht ist er wahrscheinlich noch schwächer ausgerüstet. Das einzige Problem, was ich hier bekommen könnte, dass mein Mana ausgeht. Aber dann muss ich einfach wieder in diese Gestalt zurück und einen guten Tee trinken. Ja, aber damit hätte ich eigentlich rechnen müssen, dass solche Bosse gegen die Hypnose immun sind. Schon sehr schade irgendwie. So, da liegen sie. Dann trinke ich jetzt nochmal schnell, denn da drinnen müsste dann schon irgendwo dieser... Wie heißt der? Der Afrani Kudesov kommen. So, ein Tee geht noch. Ist wirklich komplett vollwert. Da muss ich sogar noch einen trinken. Ich glaube, da bräuchte ich schon bessere Getränke und Essen. Na komm, hau rein. So, das reicht erstmal. Liga Infiltrator. Und hier müsste irgendwo sein. Genau, da habe ich ihn schon. Wenn ich den jetzt so angreifen würde, dann hätte ich hier, glaube ich, seine 27 Freunde auf meiner Seite. Beziehungsweise nicht auf meiner Seite, aber... Die würden mich dann alle zerfetzen wollen. Deswegen probiere ich jetzt hier einfach noch die Einzelnen. Was geht denn wirklich mit dem? Wie kann der so im Dauerfeuer da losballern? Das unterbricht mich ja dann immer. Das ist schon extrem. Diese Erzmagier... So, jetzt bin ich gespannt, wie ich die Gegner hier einzeln herholen werde. Vielleicht einfach mit annähern und dann zurücklaufen. Obwohl, ich kann mal Geisteskontakt herstellen. Denn das pullt noch nicht ihre Agro. So, mal schauen, ob das so funktioniert. Jawohl, hat geklappt. Das heißt, ich kann mir die Gegner hier so ganz geschmeidig einzeln rauspicken. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig für mich, aber wer einen Tank spielt, der muss sich dann um solche Sachen immer kümmern. Um das einzelne Rausziehen von den Gegnern aus der Gruppe, weil, ich meine, zwei würde ich jetzt auch packen. Aber wenn ich dann alle plus den Boss hätte, wäre das nicht so schön. Auf den einen schicke ich dann immer meinen Doppelgänger und der nicht gerade auf den Doppelgänger einklatscht, den besiege ich dann als erstes. Macht, finde ich, mehr Sinn. So, jetzt ist er weg. Und dann kommt auch schon der Liga-Magier. Oder, ich kann mich erinnern, beim letzten Mal hatten wir hier sehr viele Gegner noch drauf. Oder holt er sonst den ganzen Raum mit, wenn er sieht, dass er angegriffen wird. Wird interessant. Ich glaube, ich riskiere es nicht. Ich hole da noch die Goblin-Verräter ran. Der blickt zwar gerade nicht in meine Richtung. Oh! Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh nein, das war gar nicht gut. Nein, 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 das war alles andere als gut. Habe ich schon gesagt, dass es nicht gut war? Vor allem hier dieser coole Astralphysiker da, das Astralelementar, verdeckt mir hier so ideal die Sicht. Komm schon, Geisteskontakt, bitte, schnell! So, jetzt Doppelgänger, jetzt sollte ich hier mal kurz Ruhe haben. Mache ich mal das Astralelementar K.O. Und da geht er schon wieder ab. Ja, da geht ihm ordentlich einer ab. Oh, jetzt. Na klar. Kaum besiegt man das Astralelementar, kommt schon das zweite her. Das heißt, das werde ich wohl lassen müssen. Oder ich nerv den Guten ein bisschen damit.
besiegt immer wieder, weil dann muss er ja auch praktisch seine Zeit und sein Mana hier aufwenden. Aber der hat noch 99% Mana. Ich glaube kaum, dass der da mal irgendwann weiter runterkommen wird. Muss ich eben momentan jetzt damit leben, dass hier dieses eine Vieh die ganze Zeit auf mich eindrescht. Aber egal. Muss ich schaffen. Muss gehen. Immerhin, da ist Level 10. Ich bin Level 17. Habe ja auch keine großen Probleme jetzt eigentlich momentan. 22%. Okay, das passiert also, wenn man seine Gefährten nicht besiegt. Er holt sich einfach nochmal schnell neue. Aber 5%. Wenn er tot ist, müssten die dann auch gleich mit ihm sterben. Nein, doch nicht. Die bleiben noch am Leben. Ah, da klatsche ich die jetzt weg. Die zwei astralen Elementarviecher mit extrem krassen Händen. So, da gehen sie down. Loot gibt es leider keinen, weil der Gegner schon zu low ist für mich. Aber hier kann ich jetzt noch diesen Kristall holen. Das Podest. Das Herz des Kraftwerks. Gut, das wäre erledigt. Und jetzt muss ich hier... Hier drin werde ich wahrscheinlich nicht... Was? Hier drin kann ich auf den Wolf steigen? Jetzt kann ich hier nämlich noch direkt... Wow. Wow, 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 wow. Gut, das ging nicht so ganz, wie ich mir das gedacht habe. Nein, teleportieren, das braucht Zeit. Aber hier kann man... Hier kann man sich direkt raus teleportieren und dann zum Yaskul. Das ist nämlich auch praktisch. Genau, dann kommt man direkt hierher nach Netzeb, gerade dort, wo man auch die Quests abgibt. Nicht Yaskul, Yasker meine ich natürlich. Das ist der Lord der imperialen Fraktion. Also mein Kollege praktisch. Liga und Imperium und das ist unser Lord. So, die eine... Ah, nur eine Quest gebe ich bei dem ab, okay. Eisenkiste. Es befindet sich bestimmt etwas Wertvolles in dieser Kiste, aber da brauche ich wieder den Schlüssel. Wählt eure Belohnung, ja, natürlich. So, das Teil hier. Für die Nebenhand oder ich nehme die Faustwaffen. Muss ich mal jetzt die Werte anschauen. Dum, 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 dum. Zwei Konditionen, drei Ausdauer. Ja, da lasse ich die Faustwaffen hier. So, mein Guter, vielen Dank. Für die Quest hätte ich das auch erledigt. Xaes Solo als schwacher Mentalist, als Unerfahrener. Und mit dem Portal müsste ich jetzt... Wohin kommen? Hierhin komme ich. Da gibt es auch die Händler für die imperiale Armee, wofür ich jetzt Ruf bekommen habe. Mal schauen, was gibt es hier? Stufe 24. Das heißt, das wäre eigentlich das nächste Ziel, diese Reputation nach oben zu bringen. Obwohl, da gibt es nur grüne Items. Gibt es ja auch was Besseres? Ah, hier haben wir blaue Sachen. Yeah, yeah, yeah. Imperiale Armee werde ich mir anschauen müssen, wie ich von da den Ruf nach oben bekomme. Die hier sind für Ehre, das ist PvP-mäßig. Noch nichts für mich. Ja, gut. Passt. Das heißt, jetzt schaue ich dann mal... Muss ich noch die Quest hier abgeben und schaue dann zum Toten Meer. Dort wird es dann weitergehen mit den Quests. Und nebenbei werde ich mich noch erkundigen, wie ich denn hier diesen Ruf nach oben bringen kann.